Okay. Ah ja, ich wollte ja gucken, was macht mein Leader. Der müsste ja ziemlich weit unten sein. Leader Manage Work Orders. Okay, der ist gerade beim Arbeiten. So. Wie viel Wood haben wir noch? Was sagt der Wood-Vorrat? Der sagt, ich bin ziemlich gering. Und wir hatten einen Enraged Badger. Eine Badger Boar, die enraged war. Vermissen wir jemanden? Nö. Große gehörnte Eule. Ja, super. Wir haben sogar Tame Badger Oats. Okay. Demnächst werde ich mal ein paar Hunde zur Schlachtung freigeben. Mal kurz gucken, was sagt meine Küche eigentlich. Wir haben ein bisschen Meat und Fisch. Und viele Plants. Aber wahrscheinlich nicht genug Wokpots. Ah, aber wir haben schon mal Masons, die im Mason Workshop Wokblocks machen. Wenigstens etwas. Gut, wir haben Buckets. Ah, gehen wir mal hoch. Die Bäume sind immer noch da. Deswegen gehe ich mal kurz zu den Squads. Wähle sie aus und mache den Schedule aus. Dass mein General, der eigentlich gar keine Hauler-Jobs haben dürfte. Creature. Professions Labor. Ja, Howling-Job hat er nicht. Achso, er tut seine Ausrüstung in die Box zurück. Gut. Jetzt dürfte er sich auf den Weg machen und Holz hacken. Während meine... Miner, was macht der andere? Der Armor ist on break, okay. Die werden das übrigens auch nicht ewig machen. Das werde ich irgendwann dem Militär mal zuweisen, sobald wir ein paar mehr Spitzhacken haben. Weil das... was ist passiert? Boja, bla bla bla, okay. So. Designation Channel. Mach da weg. Mach da weg, bitte. So. Oh, und da liegt Ausrüstung rum. Was liegt denn da? Kupfer Battle Axe? Warum liegt das Zeug von meinem General da rum? Ah, er sackt's ein. Oder jedenfalls einen Teil. Er hat, was hat er eingesagt? Ah ja, die Axt hat er eingesagt. Wie macht sich die Verteidigung gerade? F1. Ah, ist schon ziemlich viel ausgehöhlt. Und wir haben sogar hier schon Granit entdeckt. Also hier drüben. In unserem Gabbro. Ach ja, weil ich dem General schon die im Augenblick in Urlaub geschickt habe. Hack doch bitte mal noch ein paar Bäume hier direkt vor dem Lager ab. Während ich darauf warte, dass die Miner das mal wegchanneln. Ja, Dick Channel hatte einer wenigstens einen Befehl. So, währenddessen mache ich mal Folgendes. Wupp. Wupp, wupp. Und zwar werde ich hier eine Zone deklarieren, hier unten. Die werde ich zu einem Pit Pond machen. Und zu. Das hier ist keine Pit, also keine Grube, sondern ein Pond. So. Jetzt müssten sie sich ein paar Zwerge Eimer schnappen, hoffe ich mal. Ich habe ja ein paar hergestellt.
müssten sich von der Wasserquelle Zeug holen. Hier liegt übrigens ein Bolzen. Ein Silverbolt. Claimt den mal bitte. Und eine Karawane ist eingetroffen. Na, sehr schön. Eine Elfenkarawane, also müssen wir aufpassen. Du da. Trader, move goods zu Depot. Und zwar Fischplans. Jetzt muss ich wieder gucken, wo sind die Finished Goods? Footwear, Legwear, Stone, Wood, Cloth, Crafts. Das da, 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 das da. Okay, das sind ein paar Bins. Wobei wir vorsichtig sein müssen, dass wir das nicht vertauschen. So, und eigentlich müssten jetzt ein paar Hauler loslegen und da Wasser reinfüllen in unsere Grube. Ah ja, es geht schon los. Einer hat sich schon mal einen Eimer geschnappt und füllt jetzt den Pond. Genau, hier ein Hauler. Ich hoffe mal, dass sich bald noch mehr davon angesprochen fühlen, weil wir haben ja genug Eimer hergestellt. Und sie werden von Chaos unterbrochen. Blöde. Oh, ein Turkey Gobbler. Truthahn. Chaos. Blöde Riesenpapageien. Was sagt der Jobmanager? Wir haben noch ein paar Workblocks zu machen. Ah ja, aber es wurde schon mal weggechannelt, was hier weggechannelt werden sollte. Also mache ich jetzt wieder Designation, wieder den Channel-Befehl. Und sag ihnen, sie sollen das hier wegchanneln und das hier wegchanneln. So dass hier rum noch ein Graben entsteht. Genauso hier. Das hier wegchanneln und das hier wegchanneln. Und am besten hier noch ein bisschen wegchanneln. Und hier wegchanneln. So. Was sind das für Leichen hier? Die Kars? Chaos. Okay, Chaos sind mal wieder in unsere Basis eingedrungen. Was sagen die Reports dazu? Chaos kämpft. Okay. Ist irgendwer gestorben? Nein, nebenbei sterben. Mal kurz gucken. Use for Burial würde ich mal bitte B, alles B setzen. So, dass hier ein paar Zwerge begraben werden können. Und ein Kehr hat Eisenbolzen geklaut. Zu dem Fika. Und wir haben wieder mal einen Dieb gefunden. Okay, noch kommen nur. Ja, zwei Diebe. Zwei Diebe? Mal kurz gucken. Ja, Kobolddieb und noch ein Kobolddieb. Ja, die Kobolddiebe, die wollen unsere Kinder entführen. Könnten sie ruhig, ich habe genug Kinder. Was ich gerne mal hätte. Was ich eigentlich mal gerne hätte, ist, dass ihr die Wasserfläche da, den Pond füllt. Was eine Weile natürlich dauern kann. Oh, sie haben ihn weitergefüllt. Er breitet sich langsam aus.
Ich glaube, ich sollte mal ein paar Hauler darauf einstellen, dass sie nur das machen. Also Wasserhaulern. Kann ich ja mal kurz nach meinen Haulern gucken. Mir mal einen aussuchen. Den da zum Beispiel. So ein Creature. Ups. Das war falsch. Wo ist mein Hauler jetzt gewesen? Na, da nehmen wir den. Howling. Ich glaube, da gibt es Push Howl Vehicles. Burial Food Howling. Naja. Was? Verraten von den Katzen, ja. Auch schön. So. Das wurde jetzt alles weggehaulert. Jetzt haben wir da einen sehr schönen Kanal. Und machen jetzt noch die, die Ramps weg. Hier. Diese Ramps machen wir weg. Und diese Ramps machen wir weg. So. Dann bleiben nur noch die Ramps hier. Sehr gut. Sind noch... nein. Oh, nebenbei. Wir haben noch gar nicht gehandelt. Gucken wir mal, dass wir das jetzt hinkriegen. Trade. Was habt ihr denn? Ihr habt erstmal Holz. Das nehme ich gerne. Weil wir haben nicht so viel Holz. Und die Elfen verkaufen uns auch gerne ihr Holz. Also wenn wir ihnen Holz verkaufen, werden sie garstig. Aber wenn wir ihr Holz kaufen, sind wir sie die besten Freunde. Deswegen kaufen wir mal ordentlich Holz ein. Holz ist ja auch nicht teuer, wie man sieht. Kostet nur 3 Münzen, 3 Zwergeneinheiten oder wie man es auch immer nennen möchte. Oh, ziemlich viel Holz. Aber das dürfte jetzt erst einmal reichen, was wir an Holz eingesackt haben. Holz, Holz. Cloth brauchen wir jetzt erstmal keinen. Wir bräuchten noch Essen. Sehr, 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 sehr viel Essen. Dam, 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 dam. Dam, dam, dam. Bum, bum, bum. Prickleberries. Fischerberries, Redweed, ja, die haben halt nur das, nur Beeren, die werden wir mal kaufen, am besten alle, weil sonst steigt der Preis hier nicht. So, jetzt will ich mal gucken, wo ist die Grizzlybärenkrone, die hier einfach so rumliegt. Gabrozepter, dam, dam, dam. Nö, die liegt hier nirgendwo rum. Also ich sehe sie jetzt nicht. Nur ein Haufen Stoffzeug von unserem toten Zwerg. Oder ist sie das da? View good? Ja, das ist sie sogar. Die wird verkauft. So. Das wird alles verkauft hier. Trader Profit wie immer so. 50% Trade. Gut. Das heißt, das hier kann alles wieder zurück. Und der Trader kann weg vom Marktplatz und seinen anderen Aufgaben nachgehen. Und es ist Sommer. Was sagen eigentlich unsere... Was sagt unsere Küche erst einmal? Prickleberries, alles verkochen. Wir haben nicht mehr viel zu trinken. Fällt mir gerade mal so auf. Deswegen...
braut mal wieder was. Und ihr könnt ruhig was kochen.